Willkommen zur dritten Folge FIFA 16 Ultimate Team. Und zwar sind wir immer noch mit unserem Dream Team unterwegs. Dieses Mal im Town Park. Und wir spielen in Deutschland. Wir spielen gegen den SCR Altach. Und ja, die haben sich natürlich gleich mal den Ball ein bisschen zurückgespielt nach dem Anstoß. Da haben wir uns jetzt mal wieder gut erkämpft. Und schauen einfach mal nach vorne zu kommen. So, genau, und wir sind eigentlich schon wieder kurz vorm Tor. Es könnte, ja, Tor. In der zweiten Spielminute ist 1:0 für unser Dream Team. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So, schauen wir uns das doch mal gleich nochmal schön an. Jawoll. So muss es aussehen. Wer war es denn dieses Mal? Buckley schon wieder. Er schießt in letzter Zeit viele Tore. Oder ich. So, wo schießt. Ja, okay, der schießt weit. Dann kriegen wir jetzt aber einen Wurf. Danke. Ihm. Jawohl. So, okay, dem hinten schon wieder eine kleine Viererkette. Aber gut. Haben wir doch mal den Ball noch mal rein, oder auch nicht? Schade, da war ein bisschen zu. Gut, oh Gott, war das geil. Abseits, oder? Nee. Tja, kein Abseits. Geil. Ich schaue mir das da Ganze nochmal an. Achso, ja, weil der ihn zu mir gespielt hat. Danke. Gut. Guaida. Ja, von dem habe ich gerade eine Wunderheilung verpasst. Das weiß ich noch. Mann, ich muss mir mal mehr kaufen. Ich habe schon 1200 Coins. Ist jetzt nicht so die Masse, aber es geht schon ein bisschen. So, und dann. Nach der Partie werde ich auch noch eine extra Folge machen. Und zwar, wo es nur ums Kaufen geht. Und so ein Shit. Und ich muss ja echt mal die Halbzeitlänge einstellen. So, 3:0. Ballner. Ach ja, einfach schön durchgedribbelt. Hier nochmal hinten was. Das hätte ich mir eigentlich sparen können. Aber es schleicht ein bisschen die Zeit. Ich habe die eigentlich ein bisschen verkürzt. Ja, 10. Spielminute nach fast 3 Minuten Real Life. Das ist. Boah, das dauert lange. So, und Abschluss. Nein. Schade, schade. Schießen wir es einfach mal hier rein. Ne, auch kein Kopfball. Aber vielleicht jetzt hier von vorne. Ne, leider doch nicht. Wo kommen wir hier hinten? Was macht denn der Weiner hier hinten? Obwohl, gut, stimmt. Ich glaube, das Mittelfeld. Na egal, Hartung. So, Buckley. Genau, das ist ja der Weiner. Ich hoffe mal, ihr kennt das auch so gut wie ich. Nach der Aufnahme und nach dem Render noch. Aber komm. 4. Tor. Jawoll! Mit der Nummer 4. Weiner, hoffe ich. Ja. 18. Minute, das 4:0. Ich würde mal sagen, es läuft. Kann es von mir aus gerne so weitergehen. Aber wir haben echt noobige Gegner ausgewählt. So, was heißt der ausgewählt? Die haben halt zugeteilt bekommen. Oh, dazu geteilt. Gutes Deutsch. Zugeteilt. Na komm. Ach, schade. Ich gedacht, der geht vielleicht jetzt aus. Hätten wir wenigstens etwas gehabt. So, müssen uns jetzt nicht stark den Ball erkämpfen. So, aber gut. Buckley. Na, Sully. Müssen wir erstmal den Einwurf abfangen. Ja, okay, gut. Da kommen. Weil die sich die ganze Zeit passen würden. Ich hasse Pässe zum Torwart. Weil er genau so was macht. So, aber das ist jetzt unserer. Hoffe ich einfach mal. Ja. So. Gehen wir mal zu dem hier nach vorne.
Und da fängt den alles kalt ab. Oh, jetzt sitzt er besser. Eigentlich werde ich nicht zulassen, dass die noch ein Tor schießen. Ein 0-Spiel wäre mal wieder ideal. Alter, wie schlecht sind eigentlich die in Pässen in meiner Mannschaft? Das ist echt nicht gerade ihre Stärke. Schade, ich bin jemand, der passt sehr, sehr viel und gerne. Allerdings traue ich mir das, mit dieser Mannschaft leider nicht so oft. Weil ich einfach genau weiß, dass sie nicht so gut sind. So, komm. Oh. Der sucht das Dream Team nicht ganz so dreamig. Das Pässe nicht hilft. Aber gut, Eckbälle. Mag ich auch sehr gerne. Sehe ich so ein bisschen als zweite Chance. Oder als dritte. Komm. Jawohl, und die dritte Chance dann genutzt mit dem 5:0. Hier kommt noch eine schöne Ecke rein. Erstmal Kopfball, dann kleiner Kampf um den Ball. Schön gemacht. Ultra Ugo. Mal schauen, ob wir unser 14-Tore-Rekord knacken können. Alter. Aber egal, weiter geht's. Nein, schade. Komm. Komm schon, oder du vielleicht? Ach, jawoll. Super. Läuft ja wie am Odraobuchchen. Und was ist? Was jetzt, ne? Moment. Schade. Auf sowas, auf Abseits achte ich normalerweise nicht, wenn ich gerade gut in Fahrt bin. So, komm. Mein Ball. Mein Bällchen. Oh Mann, ey. Das regt mich auf. Voll, endlich ist mein Pass gelungen. Ich bin das halt gewöhnt mit Bayern und sowas, da geht halt fast jeder Pass an. So, und jetzt rein mit dir. 6:0 für das Grip Team. Wieder Ultra Ogo. So. Mal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwie Ball gattern können der Halbzeit. Ich glaube, da hätte ich jetzt grätschen müssen. Gut abgefangen. Und er auch. Schade. Aber das ist meiner, komm. Kein Kompromiss, ich will diesen Ball. Komm schon, enttäuscht mich nicht, Bennett. Du hast mich enttäuscht, Bennett. So, komm. Schöner Pass. Nach vorne und... Oh Mann, wieso passen die mir die Falschen an? Ah. Schlecht. Und Halbzeit. 8 Minuten. Nach 8 Minuten Halbzeit. Das geht so nicht weiter. 16 Minuten Videomaterial im Durchschnitt. Im Durchschnitt 17 bis 18. Was ich da... Ach Mann, wir hätten noch wechseln können. Und ich da bringen muss. Oh fuck. Boah, zentrales Mittelfeld. Görg. Und Winchester. Ja, müssen wir halt nochmal so hingehen. Und weiter geht's. So, wir stürmen jetzt einfach mal mit Ultra Ogo durch. Das ist anscheinend auch schon wieder ziemlich erschöpft. So, komm. Und jetzt rein mit dem Ding. Jawoll! 7:0. 7:0. Komm schon. Jawoll! Jawohl, komm. Jetzt ein schmackhaften Einwurf in die Richtung unseres
Spielpartner so, oh, du regst mich auf. Machen wir es aber schon mal ganz normal so. Ein paar kleine Gerätschen. Wir sind ja ziemlich passstark. Besser gesagt, meine CPU. Oder die CPU sind das. Digga. Endlich mal Baller kämpft. Nein, eigentlich nicht zu dem, aber egal. Schuss und Tor. Ultra, oh go. Ultra, oh go. Ultra, oh go. Mal schauen, hat jetzt eigentlich schon sein Handtrick? Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob es in einer Halbzeit war. Auf jeden Fall verschießt er gerade die ganzen Tore. Und ich schaue jetzt einfach mal, dass er noch auf jeden Fall ein Hattrick kriegt. Weil ich würde mal sagen, noch ein Tor, da hat er ein Hattrick. Aber wieso tänzelt der denn da die ganze Zeit mit dem Ball da so rum? Hau doch einfach nach vorne. Oh Gott, ich bin halt verwirrt. Oh Gott, fuck, die haben mich total verwirrt. In welche Richtung geht's überhaupt? Ah, jetzt habe ich's wieder. Darf ich mal? Ja. Oh Gott, war ich gerade verwirrt. Ich habe mich jetzt noch so, ich habe mich jetzt so stark darauf konzentriert, mit dem Urdraogo und Hattrick zu machen. So, komm, da ist er wieder. Und nein. Und er hat sich auch noch verletzt. Komm schon, Hattrick, erzwingst du dir jetzt noch. Das muss jetzt gehen. Der Preis ist heiß. Nein, nur der Ogo hat sich verletzt. Fuck. Aber... jawohl, jetzt hier Uwe Drogo. Verletzter Uwe Drogo. Ach Mann, wieso brauchen. Ich kämpfe mir jetzt noch den Headflip mit ihm. Und ja, ich weiß, ich hätte schon lange irgendwelche Tore schießen können. Weil ich will ja unbedingt mit dieser einen Person wehe. Ecke. Oh, oh shit. Oh shit. Ja, einfach mal wenn fast mit der ganzen Mannschaft hinten steht. Aber Hartog ist ein super Torwart. Weiner. Udraogo, ja komm schon. Jetzt erkämpft ihr das 9. Tor. Bitte. Okay, die haben wir ausgedribbelt. Und? Hattrick! 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 Auf jeden Fall ein reiner Hattrick. Also ich glaube, er hat schon mehr als 3 Tore jetzt hier gemacht. Aber ich glaube, das war jetzt der reine Hattrick. Also mal schauen. Yep, das war der Hattrick. Hoffe ich. Ich schaue es mir vor, jetzt habe ich dann nochmal schnell an, weil ich habe nicht so gut aufgepasst. Spielinfo. Was soll ich mit dem Scheiß? Na gut, okay, das muss ich mir dann gleich wieder anschauen. Nach dieser Folge. Aber komm schon, schaffen wir doch den. Ich glaube, wir schaffen nicht mehr den Rekord von 15 Toren. Wäre auch zu schön gewesen. Aber ich glaube, zu 10 Tore gehen noch. Obwohl, man kann auch noch 15 Tore schaffen. Kommt halt immer noch an. Alter. Nicht dein Ernst, Digga. Ich muss zugeben, in der ersten Folge habe ich jetzt um die Uhrzeit erst richtig aufgedreht. So. So, schmuddeln wir uns jetzt mal darüber. Und... oh. Einfach nur nervig, wenn die ganze Zeit mit Baller kämpfen. Oder einfach mal einen Fuß dazwischen legen und schon haben die den Ball. So darf das einfach nicht weitergehen. Wie schon gesagt, ich mache jetzt dann gleich einen Part.
mit wo ich mir neue Sachen kaufe. So, Alter. Nein, du stehst im Abseits, Digga, zu dir passe ich nicht. Boom! 10! Buckley, oder? Ich glaube, es war Buckley. Sehen wir gleich nochmal. Jupp. Auf jeden Fall hat Uedraogo gar keine Ausdauer mehr. Die sind alle noch auf ihrer Reserve. Reserve. Oh fuck. Außer schon Barty oder Bennett, die ganzen Abwehrspieler halt. Buckley ist auch schon wieder total am Ende. Ja doch, passen wir mal zurück. Schön. So, der hat noch viel Ausdauer. Nein, ich hab mich gerade schon so gefreut aufs Elfentor. Aber gut, hä? Machen wir noch einen kleinen Einwurf rein. Vielleicht wird's ja was. So, hier Wallner. Und jetzt vielleicht... Nein! Aber Ecke. Oh, das wird vielleicht die letzte Aktion im Spiel sein. Vermutlich, ja. Eine der letzten Aktionen hier im Spiel. Nein, doch nicht. Alter, ich setze jetzt einfach noch alles auf ein zu Null Spiel. Na komm schon. Boom. Und jetzt kommt schon noch das 11. Das schaffst du noch. Wallner, ich gönn's dir. 2 Minuten Nachspielzeit. In der Nachspielzeit das 11. Tor. Das wäre jetzt noch sowas von mega. Nein. Seid ihr denn behindert? Nicht Spaß, aber... Ah, 10 zu 0. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Gebt mir ein Like. Und kommentiert doch auf jeden Fall. Ciao.